Und hallo Freunde, willkommen zur Let's Play GTA 5, zum 13. Part. Ich habe eben gerade eine Frau überfahren, was ich nicht lustig finde. Ihr könnt ja auch nochmal den Blutfleck sehen. Okay, das war jetzt ein bisschen heftig hier der Anfang. Aber vielleicht kriegen wir auch ein episches Ende. Und hier oben die Karte muss ich dann auch mal so langsam voll kriegen, also... So langsam muss ich mal hier alles erkunden. Weil in YouTube habe ich auch schon viele gesehen, die haben GTA schon durchgezockt. Und schon ein bisschen heftig, dass man ein Spiel, das schon seit einer Woche, also es ist jetzt schon seit einer Woche auf dem Markt, GTA 5, wann der Multiplayer auf den Markt kommt, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Wahrscheinlich so wohl, wir haben ja jetzt schon so auch schon fast Ende September, kommt wahrscheinlich so Mitte Oktober oder Anfang Oktober raus. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt hier auch keine Gerüchte in die Welt setzen. Aber wenn ihr wisst, wann der Multiplayer von GTA 5 freigeschaltet wird, dann könnt ihr es mir ja in die Kommentare schreiben. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr das machen würdet. Und ja, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Gucken wir mal, was hier so abgeht. Hallo? Hallo? Was ist denn hier los? Okay. Aber anscheinend müssen wir jetzt hier durch. Klopf, klopf, wer ist da? Die Tür. Zeig dir einfach so einen Mittelfinger in die Kamera. Alter, wie sieht's denn hier aus? Yo, was geht ab, Homie? Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Alter, was der hier, was der für ein Gamer-PC hier hat, ey, das ist ja nicht mehr normal. Ich glaube auch, der könnte sauflüssig Minecraft zocken auf seinem PC. Obwohl, wenn es bei mir schon geht, dann geht es bei dem erst recht. Ich glaube, der könnte es auf den höchsten Einstellungen zocken. Ja, dann fahren wir jetzt einfach mal hin. Achso, Musik darf ich ja auch nicht anmachen, wegen der GEMA.
Also ich könnte jetzt Mucke anmachen, aber dann wird's Video gesperrt und ihr könnt es euch nicht anschauen. Und ich hoffe nicht, dass der letzte Part gesperrt wird wegen dieser einen Stelle da, wo ich die Tussi aufnehmen musste. Na, hoffen wir es einfach mal. Okay, dann gucken wir jetzt mal, ob wir dann noch rechtzeitig ankommen. Ich guck gerade mal, wie lange wir aufnehmen. Okay, 5 Minuten. Da geht noch was. Und ich habe mir auch mal, wo ich noch kleiner war, habe ich mir auch mal früher Let's Plays angeschaut. Und da wollte ich später dann, also jetzt, auch mal Let's Plays machen. Ich glaube, ich habe das dir schon mal erzählt, was mich dazu überredet hat zum Let's Playen. Und zwar ist es einfach so, ich will es jetzt einfach mal nochmal sagen. Also, wenn ich mal irgendwas gezockt habe und ich kam nicht weiter, bin ich immer auf YouTube gegangen, habe dann das Spiel da eingegeben. Da hat irgendjemand immer das Spiel Let's Played und da habe ich dann gesehen, wie das funktioniert, also was man machen muss. Let's Plays sind quasi wie so Tutorials, die dir weiterhelfen. Oder eigentlich auch zur Unterhaltung. Man kann es eigentlich nennen, wie man es will. Alter, jetzt sehe ich hier aus wie so ein Schulkind. Guckt euch das mal an. Also das erinnert mich irgendwie an einen Kumpel von mir. Der macht es auch immer mit meiner Tasche. Da läuft er mal wie so ein Schulkind rum. Nicht so fröhlich. Excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? Ah, ich glaube, ich muss mich jetzt wie so ein Nerd anziehen oder so. Ach du Scheiße. Nehmen wir mal das hier, das sieht cool aus. Jetzt brauche ich aber noch ein anderes Höschen. Höschen? Hallo, ich will noch ein anderes Höschen haben. Ey, wo kann ich mir denn hier Hose anziehen? Da. Ach, egal. Ach, Mano. Das ist ja auch blöd, dass man sich hier keine Hosen kaufen kann. Egal, dann fahren wir jetzt einfach mal zur Mission. I'm sorry about that. Michael? I'm all dressed up. How, you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. So, ich hoffe, ich komme da auch ohne Schwierigkeiten rein. Weil das hier wieder ein Verkehrschaos ist. Ich muss hier wieder hier so James Bond mit 180 durch die Landstraße fahren. So. Ach so, ich hätte auch eigentlich mal eine Frage an euch, aber ich glaube, es ist jetzt ein bisschen ungünstig. Obwohl, ich könnte ja noch fragen in der Zwischenzeit, wo ich hier einparke. Und zwar geht es um Minecraft, weil ich habe ja auch Minecraft und ich bin vielleicht am Überlegen, auch noch ein Minecraft-Let's Play zu machen. Nur das Problem ist halt eben, ich bin noch nicht so sehr erfahren in Minecraft. Also ich weiß zwar, wie man sich einen Ofen, eine Spitzhacke, ich weiß schon, wie man sich einige Sachen craftet, aber wie man sich verzauberte Gegenstände macht oder so, das weiß ich noch nicht. Hey,
PM's preaching for more. Erstmal ein Rauchen hier. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh my, you know it's. Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke breaks about up, so. Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Ja, also wo waren wir jetzt stehen geblieben bei Minecraft? Also meine Freunde, die sagen schon, dass ich noch viel lernen muss, aber ich war schon ein bisschen was über Minecraft. Also wie man sich jetzt eine Axt oder ein Spitzhack craftet, das weiß ich auch. Wie man sich einen Ofen oder eine Werkbank macht, das weiß ich auch. Habe ich alles gelernt, ja. Eine Rüstung weiß ich auch, wenn man die... Ich weiß auch, wie man sich eine Rüstung macht. Wohl bei einem Hemd bin ich mir noch ein bisschen unsicher, aber ja. Also ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, wenn ich auch mal Minecraft zocken kann. Ansonsten gucken wir jetzt mal hier auf den Computer. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Ach nee, Leute. This is a filthy hard drive, bro. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Alter. An NSFW link, bro, bit me on the ass. Yeah, not safe for work. Alter, ist das hier für ein Virus? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups. See what I can do. Your son codes? Start him early, bro. You write your best stuff in your tweens. After that, it's just a hack job. Alter. Das müsste ich alles zensieren hier, ey. I need to write some product, Brohim. I'm feeling the itch. Give me a second, will ya? Alter, ey, was this place is fueled by Java, bro. Alter, was für Geräusche, ey, das... Might I tempt you with some organic... Mach mal hier das Antivirus-Programm auf. Ah, won't run with the pop-ups up. Ein Tutorial, wie man ein Virus löscht. Rocking out might get you in the right headspace. Alter. They gotta send me on another one of those seminars. Okay, we got some space. I'll try to boot up this antivirus. Alter. And we scan. So, jetzt wird man Alter. Is gonna be way down today. See, I don't have okay, Junge. There it goes. Alter. Jetzt kommen wieder diese ganzen dreckigen Seiten hier. Wink, und wir drücken auf Entfernen. And that should do. Haha. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo? Was ein Spaß. When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Alter, was geht mit dem ab? Hat er irgendein... Ich glaube, er hat auch Drogen genommen. Looking at you two, I think it's safe to say this. Oh Gott, wie dumm die sind. Wie dumm die sind. Ich glaube, jetzt müssen wir hier reingehen oder so. Sieht aus wie ein Smartphone. So, und jetzt nichts wie weg hier. Send me the file. Dude, when it blue screens again, you're my guy. Bye now. Sit. Bang, dig fast. Oh, jetzt suche ich hier gerade mal den Ausgang, ach so. Da kann man ja auch zocken, das ist ja auch interessant. Zocken.
Ach ja, dann ist hier der Ausgang. Höchstwahrscheinlich. Hier haben wir mal die Tür auf hier. Die Tür. Ich glaube, mein Auto ist auch schon wieder weg. Ach, ist doch blöd. Macht euch ab hier. Hey, Michael, hold on. I doomed you! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. Now what's your problem, you don't like shooters? Oh. They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Now, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Jo, dann müssen wir jetzt irgendwie ins Haus reingehen. Ich weiß jetzt auch nicht warum. Oh my god, you guys are so lame! No! I'm watching Fame or Shame! The fucking tips! Get up! So, wie kann ich jetzt hier umschalten? Ach so. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. J. Norris to the stage. Warte, bis J. Norris den Telefonprototypen rausholt und ruf ihn dann an. Das könnte jetzt lustig werden. Full on weapons grade red alert world domination. We have put a billion people's private data in the public domain and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive, it's revolutionary! Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness the future. Oh mein Gott, das will er hier wieder angeben. The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now you're going to be able to stay docked 24/7. On the bus, you can dock. On the subway, stay docked. You can be docked at home. And at the same time, you're docking with some kids at the public pool. Okay. Oh, hold on a second. Fuck you. I think someone's trying to talk with me. Hello? Bamps. Oh, Jesus. Whoa. No. Whoa. Alter. Das war jetzt mal heftig. Yeah. Ach ja, zocken sie wieder hier die Kinder. Die eine ist wahrscheinlich bei WhatsApp und der jetzt zockt wahrscheinlich Minecraft. Ja, so sind sie alle, die Kinders. Last. That was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing.
You know the score. Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Aber eigentlich hat er es ja auch schlau gemacht hier. Irgendwo muss ja auch der Beamer sein, oder? Nee. Der kann sich einfach her teleportieren. Und ja, Leute, dann ist es, glaube ich, mal an der Zeit, den Part zu beenden. Und ja, dann sagen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, Freunde.